Guten Tag, meine verehrten Tarot-Liebhaber und auch interessierte Zuschauer. Heute, wie Sie heute auch ja sehen, zeige ich Ihnen meine neue Tarot-Sammlung. Also von ganzen Stapeln von Tarot. Und das sind 42 Tarot insgesamt hier auf meinem Tisch, die ich Ihnen dann gerne präsentiere. Und keine Panik, keine Angst, also ich würde ganz kurz darüber erzählen, über jeden Tarot-Deck. Und ich finde, das ist ganz wunderbar, wenn wir heutzutage solche Möglichkeit haben, aus der ganzen Welt etwas Besonderes als Stück von Tarot bei sich zu Hause zu haben. Ich finde, das ist wunderbar für meine geistige Arbeit. Das ist eine tolle Bereicherung. Und ich möchte sagen, ich als Hellseherin benutze auch gerne auch dazu Tarot, weil ich habe auch meine eigene sozusagen Welt, meine eigenen Welten. Und jeden Tarot-Deck hat ein bestimmter Künstler, eine bestimmte Meisterin, ein bestimmter Meister gezeichnet und durch Jahre. Und diese Tarot-Karten haben dann in sich eine bestimmte Kultur von einer bestimmten Zeit oder von einer Zivilisation oder von einer bestimmten Kultur auf dieser Erde oder bestimmte geschichtliche Zeit, und das gibt schon ganze Menge Kreativität und auch ganze Menge Gedanken und Überlegungen, was wollte der Autor von dem Tarot uns sagen, aber auch, was kann man mit solchem Tarot überhaupt machen und wie passend ist dieser Tarot? Also, ich kaufe Tarot für meine geistigen Arbeiten, und durch Jahre sind Tarot dann, diese Tarot-Decks dann durch irgendwelche zufällige Weise Tropfen von Kerzen, Bienenwachs oder von einfachen Kerzen. Manchmal bekommen meine Karten also ganz unabsichtbar diese Tropfen, oder die sind schon so vom Benutzen sind nicht so ganz neu, und das macht schon die Karten ein bisschen mystisch, und mein Auge dann ist ganz gut trainiert. Das ist sehr wichtig, zwei Möglichkeiten zu haben, überhaupt das Leben von einem Mensch zu übersetzen und die Energie richtig abzulesen. Also normalerweise alle Tarotkarten sind so aufgebaut, dass sie etwa 78 Karten haben oder sogar ein bisschen mehr. Es gibt Tarotdecks oder Orakelkarten bis 81 Karten insgesamt, und es gibt noch besondere Karten dazu, und das ist natürlich möglich. Aber normalerweise, ich arbeite mit einem ganz einfachen Tarot-Deck, zum Beispiel von Arthur Edward Waite, oder auch zum Beispiel eine andere Welt von Tarot von Crowley. Es ist auch ein interessantes System. Und es gibt natürlich bestimmte Darstellungen von Tarotkarten, die ich auch für meine geistige Welt auch behalten möchte und erweitern möchte. Und mit diesen Bildern möchte ich mich dann tiefer auseinandersetzen und für meine geistige Erkenntnis, für meine Erweiterung von der Welt, von Menschen, von überhaupt von den Vorstellungen über die Welt, finde ich ganz interessant und nützlich. So. Jetzt möchte ich dann in der Reihe durch ganz vorsichtig diese Karten vorstellen. Also die Karten
die ich in diesem Jahr genau gekauft habe, nicht weil ich die kollektionieren will, sondern weil ich die für meine geistige Arbeit schon nützlich finde. Auch an einige Karten, also fand ich von früher schwer oder uninteressant, aber schon jetzt, als ja schon reifer, würde ich dann doch mit diesen Karten für mich selbst und teilweise mit bestimmten Klienten doch arbeiten und mit denen anfangen. Zum Beispiel, das ist also der Kartendeck von Leonardo da Vinci, das sind ganz normale Karten und ich denke, diesen Tarotdeck kennen schon einige von euch. Und das ist Los Carabeo als Herausgeber von diesem Kartendeck. Ich habe diesen Kartendeck zum Selbstpreis aus England erhalten. Es gibt bei mir natürlich hier Kartendecks von, also von Tarotkarten aus Russland, aus Frankreich. Es gibt hier ganz normal aus Amerika. Also es gibt auch die Karten aus Deutschland in dieser Ausstellung hier. Und aus welchem Land habe ich noch? Also Deutschland, England, Frankreich, Russland. Und ja, aus Lettland, ja, aus Lettland habe ich auch einige Karten bekommen. Und jetzt fange ich jetzt ganz von vorne an. Also Da Vinci, das ist ein Tarotdeck, wo ich mit seiner Kunst, also von Da Vinci, schon positionieren kann, aber in Fragen von Karma und bestimmte Charakterzüge bei Menschen. Also dafür sind diese Bilder als Tarotkarten sehr interessant und auch nützlich. Zum Beispiel aus Frankreich habe ich den letzten Tarotdeck, sozusagen Tarot Madonna, der 1982 gefertigt wurde. Also diesen Kartendeck habe ich ganz zufälligerweise über Internet, so aus dem französischen Internetseite, das bestellt und auch zum Glück als letzten Tarotdeck erhalten. Also dieses Tarot Madonna gibt es ja fast nicht mehr, selten kann man das als neu noch finden und habe ich auch so eine Tüte mit Lavendelkegelchen bekommen und dann war dieser Tarotdeck bei mir im Juli in der Speisehalle und dann richtete richtig von französischem Lavendel. Also bis heute richten diese Kegelchen, die sind ja zu hier und trotzdem war von der Verpackung solcher Hauch von Lavendel und ich finde, das ist wunderbar überhaupt. Was ich interessant finde, das ist kein normaler Tarot, also das ist auch vom Künstler. Also hier ist das Herausgeber Grimaud, also vom Künstler werden hier die Karten so schön dargestellt, in einer bestimmten Art und Weise. Auch was ich so finde interessant in diesem Tarotdeck, das sind ja die Karten, die Hofkarten, danach kommen die Zahlenkarten. Und dann diese Zahlenkarten, die haben zum Beispiel in ganzer Palette von einem, also von der ersten Karte vom Ass bis zur zehnten Karte, zum Beispiel Ass der Stäbe und dann so weiter bis zur zehnten der Stäbe. Und das auf dem Bild sehen wir nur einen Stab und die Zahl. Wie viele Stäbe sind das? Also ich finde das außergewöhnlich. Und auch bei anderen drei weiteren Elementen gibt es auch genau solche Zählung. Also zum Beispiel Schwert wird nur als ein Schwert dargestellt und dann die Zahl, wie viele Schwerter ist das. Also das ist ein bisschen etwas anderes.
Ich dachte mir zuerst mal, das wird sehr ungewöhnlich und sehr schwer, mit solcher Vorstellung zu arbeiten. Aber doch, das hat mir gelungen, das macht Spaß. Und ich habe solche Vorstellung von diesen Karten, dass diese Gesichter von Hofkarten und von Karten der großen Arkana, die spielen mit mir, als ob das im Theater auf der Bühne ganze Jahr dreht sich. Und dann bekomme ich dann die Geschichten. Also Tarot Madoni finde ich wunderbar. Das ist nicht irgendwelcher Tarot-Deck, sondern das ist schon mit einem Charakterzug. Und das natürlich so nach meiner Stimmung und nach Situation wird es interessant, mit diesem Tarot auch mit Klienten zu arbeiten. Und was ich noch so erzählen möchte, zum Beispiel wenn ich eine Stimmung für einen besonderen Tarot-Deck erhalte und dann genauso habe ich dann in meiner medialen Beratung solchen ähnlichen Klient, die sehr passend zu diesem Tarot-Deck, zu diesem geistigen Tarot sozusagen, zu diesem geistigen Stapel passt, also zu dem Thema. Also ist etwas Interessantes. Und das ist natürlich interessant, da muss man schon den Charakterzug von Bildern kennen und sagen, ja, ich habe das ohne vorherigen Plan, ganz unbewusst dann diesen Karten-Tarot-Deck dann doch herausgewählt und dann so nach Themen, also der ist ganz passend zu Fragen des Klienten oder auch zu dem Thema. Und natürlich jeden Tag, wenn wir mit ganz bestimmten Bildern, so mit Augen immer wieder also kommunizieren, arbeiten sozusagen, kann es auch sehr, sehr monoton erscheinen, alles, was man schon hat. Und um die Augen zu schätzen und irgendwie auch ein bisschen Spiel zu geben, etwas als etwas Neues fürs Auge, das ist natürlich sehr schönend und sehr interessant und sehr geistig beweglich sozusagen. Das ist sehr interessant. So, auch aus dieser Reihe habe ich dann Visconti Tarot als goldener Deck erhalten. So, und aus dieser Reihe von solchen Karten habe ich dann hier, das muss ich wegnehmen, Tavaglioni Tarot erhalten. Dieses Tarot bekam ich nicht aus Italien, sondern nach Selbstpreis aus England, ja, ist richtig. Und da habe ich noch den Sack für dieses Tarot erhalten. Und was ich toll finde, das Tarot-Deck, der war schon seit 80er Jahren bei jemand in der Sammlung einfach so gelegen. Ich habe diesen Tarot in Folie, ja, ganz gut verpackt erhalten. Also diese Karten waren nie berührt. Die waren immer neu gelegen und es war sehr interessant, dass diese Verpackung so lange lag, ja, und dann wartete auch auf mich. Das ist sehr interessant. Und ich habe das zum Selbstpreis, diesen dann Tarotkartendeck, also Tavaglioni Tarot, sehr alten, sehr geschichtlich konstruierten sozusagen Tarotdeck doch bekommen und finde ich diesen Tarot-Deck auch sehr genial und interessant für die philosophische Arbeiten, aber auch für die Entdeckung von etwas Neuem, also bei Symbolik, bei Bildern, ein bisschen aus dem anderen Augenblick sozusagen ganz bestimmte Bilder wieder neu zu entdecken. Und das finde ich schön. So, was habe ich noch in dieser Serie? Also das waren die sozusagen ganz konservative, ganz
ganz ja klassische Tarot-Decks. Und dann habe ich zum Beispiel hier interessanterweise aus Lettland The Tarot of Prague, also auf Prager. Also ich habe diese Tarot dann auch ganz neu zum Selbstpreis erhalten, aber auch schon ja aus Lettland. Und zwar, das war so, ich habe zuerst mal aber diese Karten bis zu fünfter, denke mal fünfter Kelche erhalten. Also alle großen Arkane waren dabei und bis zur fünfte Karte, also der Kelche, waren die Karten dabei. Und weitere Elemente, ich denke zwei oder drei von, also vom Ass bis zur zehnte Karte und auch Hofkarten waren nicht dabei. Ich habe immer doppelte hier erhalten, also 22 große Arkane doppelt. Und ich denke mal Kelche Karten, Hofkarten, also von Kelchen bis zur fünfte und das war's. Und dann ja, habe ich dann von diesem Geschäft wiederum die Karten also als Ersatz erhalten, aber muss ich sagen, musste 10 Euro dazu zahlen für die Postgebühren und da hat leider das Geschäft also nicht gefragt und ich habe das absichtlich gemacht, geguckt, ob sie mir das selbst das anbieten und die haben das ja nicht angeboten. Also ich musste noch diesen Fehler, von denen ich nichts ahnte, also das Ganze war verpackt. Also ich musste für diesen Fehler noch extra ja fast 10 Euro für die Postgebühren zahlen. Und ja, das Geschäft hat mir nichts angeboten. Also nur Ersatzkarten und das war's. Das finde ich zum Beispiel in Deutschland oder in Amerika oder in europäischen Ländern wie England oder Frankreich oder Italien. Ich denke, da werden oder Spanien, da werden schon die Verkäufer schon Sorgen machen und etwas anbieten, zum Beispiel auch die Postgebühren ersetzen. Aber ja, wie gesagt, so dieser ganz teure Deck, der ist jetzt über eBay und andere Seiten über 400 Euro, kann es auch so sein. Aber normalerweise kostet er 100 Euro. Und das ist der Preis für diese Luxus-Herausgabe. Also das sind goldene, sozusagen, Tarotkarten, also goldene Verzierung und also goldene Darstellung. Das ist natürlich kein Gold, aber das ist so eine Farbe, goldene sozusagen. Und es wirkt als auf der jeder Karte ein bisschen verziert. Und das ist Luxus-Herausgabe, das möchte ich für Prager natürlich auch haben. Und das ist natürlich interessant, wenn ich die Orte kennenlerne, wo ich niemals war. Und zum Beispiel, es gibt Leute, die jemand suchen. Und das ist natürlich interessant, dann diese Orte durch Denkmäler, durch bestimmte Ereignisse aus der Geschichte oder aus dem Aussehen. Es ist sehr interessant, so etwas zu kennen und dann kann man dieses Wissen auch ja verwenden. Und Tarotkarten, die sind ja richtig für die innere Stimme, für die Seele auch als ein innerer Wegweiser, die sind richtig gut. Nur ist es die Frage, da muss man diese Symbole ganz nicht nur auswendig wissen und auch sozusagen in Volumen projizieren, also in den Sphären projizieren, sondern da muss man schon ahnen, wie man mit diesen Karten arbeitet. Ja, die sind schon intellektuell. Und dann gibt es zum Beispiel bei mir die Karten Tarot of Paris. Das sind wunderbare Karten von Frankreich, also auch Fluss und sehr gute, interessante Sehenswürdigkeiten von Paris, also Frankreich. Und dann habe ich das auch zum Selbstpreis aus diesem lettischen Geschäft auch erhalten. Zum Selbstpreis, das war etwa 60 Euro, denke ich mal. Und also ganz neu im Sack, alles gut verpackt. Das habe ich zum
zum Glück ohne irgendwelche Fehler erhalten und freue mich sehr unangemein, weil diesen Kartendeck findet man auch sehr selten, der ist nicht im Verkauf jetzt und kostet ja schon über 200 oder 400 Euro über eBay zum Beispiel. Und das ist natürlich ein Sammlerdeck, aber für mich, das ist auch eine Entdeckungsreise. Ich war schon in Paris und würde diesen Stadt und überhaupt Frankreich nochmal besuchen. Und ich finde zum Beispiel, wenn die alten Orte, über die ich sehr oft träume, über Frankreich, hier zum Beispiel auch ein bisschen Stück von Denkmälern und von alten Orten hier aus zum Beispiel Paris dargestellt werden. Das ist sehr interessant, das zu kennen, nicht nur als Wissen, sondern also auch von der Geschichte, sondern auch diese Plätze kennen und auch zum Beispiel für Fragen, wo ich lebe oder wo ist der Mensch dann zum letzten Mal gesehen worden und sowas, also orientieren zu können, auch zum Beispiel als Karten, als Trainer, die sind ja richtig gut für solche Sachen. So, die trainieren schon Gehirn und auch diese Volumen sozusagen, die Sphären, die die Gegend auch innerlich projizieren und darstellen. Das finde ich auch ganz interessant und nützlich. Was habe ich noch hier gefunden aus solcher Serie? Zum Beispiel, was mir Freude macht, ich habe zum Beispiel das alte Buch zu 10 Euro ägyptischer Tarot von Bernd A. Merz gefunden. Dieser Mann ist leider nicht mehr am Leben, aber seine Karten habe ich gefunden. Also in diesem alten Buch, das Buch war nagelneu, so auch von etwa 1980. Und ich habe dort diese zwei, dreiseitigen Tarot gefunden, also als Blätter, als Beilage. Und das fand ich so hilfreich, so höflich, dass dieser Kartendeck, der überhaupt nicht im Verkauf ist, so, es gibt noch jemand, der über eBay ja auch mit höheren Preisen das versucht zu verkaufen. Aber normalerweise gibt es, also dieser Kartendeck gibt es ja nicht mehr überhaupt zu sehen. Und hier ist er ein bisschen mit Gold verziert, also nach 1980. Das ist natürlich eine Rarität. Und diese 22 große Arkane sind hier. Also als Beilage waren die im Buch zum Selbstpreis und als sehr glückliche Entdeckung für solche Sachen. Ich finde, das ist wie ein Kompliment für mich. Und ich habe dann auch zum Selbstpreis noch Merzstruck Tarot entdeckt. Also das ist auch von Merz entstanden, solcher Tarot. Manche finden diese 22 großen Arkanen sehr hässlich oder sehr dunkel. Aber da muss man dafür auch reif sein für solchen Kartendeck und ihn auch versuchen zu verstehen und zu entdecken. Der ist auch sehr tiefgründig und sehr interessant, um neue Kenntnisse zu erwerben. Und ich habe das so mit dem Buch so als Einzel für 5 Euro bekommen. Ich denke, solche Preise würde ich nicht mehr entdecken. Und dieser Kartendeck war auch und ist bis heute ganz nagelneu. Ja, was habe ich noch hier in dieser Serie gefunden? So, Tarot von Margarete Petersen, die Künstlerin, was ich so über Internet erfahren habe, lebt in Berlin. Diese Tarotkarten zum Beispiel kamen über Königsfurt, Urania, die sind ja nicht mehr in deutscher Sprache so zum Verkauf sind. Und Margarete Petersen, was ich so aus diesem Buch erfahren habe, hat diese
die Karten, so besonders diese großen Arkane, ja, 22 Jahre mindestens für jede Karte ein Jahr geschöpft und gegeben. Und also das sind kleine Arkane, also für jede Karte hat sie dann so von großen Arkana, so habe ich erfahren, etwa 22 Jahre musste sie dann auch, ja, sozusagen freigeben, damit sich beschäftigen, um diese Karten überhaupt herausgeben zu können. Also schon als gemalt und schon als Darstellung. Und hier zum Beispiel diese Karten, die können schon für die Interpretationen ganz gut sein. Aber auch, dass diese Karten für die innere Inspiration und Meditationen sehr nützlich und hilfreich sein können. Das ist schon ein Kartendeck für Leute, die sehr viel mit Tarot unterwegs sozusagen sind. Also was ich damit meine, dass da etwas hier schon geht über das geistige Niveau, über bestimmte Fragen, bestimmte Themen. Dieses Tarot kann auch sehr behilflich hier sein. Auch was habe ich noch gefunden? Mantegna Tarot, Tarot of Mantegna, das sind 40 Karten hier. Und diese Karten hier, die sind ohne Goldverzierung. Und das, genau das bräuchte ich. Und ich hatte solchen Glück, also im August meistens habe ich sehr viele Karten entdeckt. Einfach, ja, wollte ich die haben, habe ich dann über Internet, auch über Google sozusagen sofort gefunden, was ich also brauchte. Mantegna Tarot, die sind auch Tarotkarten für Philosophieren, für die geistige Entwicklung unserer Welt sozusagen, die stehen auch für die menschliche, ja, Zivilisation sind die interessant. Zum Beispiel auch die sind interessant für die Fragen, welchen Beruf ich wähle, welches Thema dafür wird interessant, welche Berufung steht mir. Natürlich kann man diese Karten noch erarbeiten und erweitern, aber das Thema und der Sinn ist hier und die sind ja auch von der Geschichte selbst sehr interessant und die sind ja auch, ja, groß und die finde ich ja wunderbar. Also so in, wie auf dem Holzstück sind die, auf dem Holzbrett sozusagen, die sind ja richtig wunderbar. Ja, was ist noch hier Interessantes zu entdecken? Solche Karten, ja, ich habe vergessen, aus Griechenland noch, ja, ein Kartenstapel aus Griechenland kam. Und zwar, ich dachte mir im August über schöne Helene, über schöne griechische Mythologie, über die Prophezeiung von damaliger Zeit, über Sibyllen und über bestimmte, ja, interessante Geschichten aus der griechischen Mythologie, über solche bekannte, ja, Gesichter aus dieser Mythologie. Und dann habe ich dann ganz plötzlich über eBay diesen Tarot-Kartendeck, 78 Karten entdeckt. Die sind völlig anders als normaler Tarot. Die sind mit Farben bedeckt sozusagen und unterschieden. Also gibt es dort, was ich so verstehe, Farben von Violett bis zum Rot und diese Farben projizieren auch unsere menschliche Entwicklung, unsere geistige Entwicklung und man kann mit diesen Farben auch sehen, zum Beispiel auf welchem Niveau der Mensch sich befindet und was er damit auch, ja, anfangen kann oder was er damit machen kann. Das ist sehr interessant, dass das ist etwas, was ich nie gesehen habe. Das kam richtig aus Griechenland, so innerhalb von 2 Wochen. Und ich finde solche ungemeine
Verbindung mit diesem Tarot und mit Griechenland überhaupt, weil ich auch früher sehr viel geistig mit Rhodos zum Beispiel arbeiten musste, auch schon zum Teil mit der griechischen Mythologie, die ich schon meistens aus meiner Jugend kenne. Und ja, denke ich mir, das ist etwas, immer, was immer wieder kommt in Erinnerungen und auch in Erkenntnis, dass Griechenland hier in der Nähe ist und ich möchte dieses Land auch gerne besuchen und ja, diesen Stück Erde von Griechenland auch spüren und etwas ja, für mich auch hier erfahren. So, zum Beispiel aus Amerika habe ich auch zum Selbstpreis Karma Tarot erhalten. Von Birgit Bolin Erfurt wurde dieser Tarot erstellt und ist auch ein sehr alter Tarot-Deck. Der kommt schon von etwa 1980, denke ich mal. Das steht im Büchlein. Hier kommt es als Begleitbuch hinzu. Und ich werde dann diese Karten dann extra einzeln hier zeigen. Und es ist interessant, die sind richtig gut. Und mit Karma-Fragen, ja, die sind sehr hilfreich. Ich habe sie ein bisschen schon, ja, ein bisschen geprüft und die funktionieren. Die erzählen auch ihre eigenen Geschichten. Also dieser Tarot-Deck ist sehr nützlich und Karma-Fragen, so was ich mir so überhaupt darunter vorstelle, die sind alle hier sehr gut dann ja, bearbeitet und können auch geantwortet werden. Also das ist die Arbeit für mehrere Monate. Was ich noch hier gefunden habe, zum Beispiel in diesem Jahr habe ich Tarot von Arthur Edward Weed entdeckt, Konjunktwort Urania, hat diesen Kartendeck herausgegeben zum guten Preis und ich dachte, dass ja, die andere Seite von diesen Karten wird golden, wie es hier ja, auf der Verpackung steht, so malerisch dargestellt. Aber nein, die Karten sind sehr normal gestaltet, immer universell und immer konservativ, wie auch von Arthur Edward Weed, die auch dargestellt wurden, ohne bestimmte Abneigungen und bestimmte Verzierungen, also etwas, was Zusätzliches gibt es nicht. Und ich freue mich auch dafür. Und ich habe auch immer gewollt, dass solche Karten von solcher Größe zu mir auch nach Hause kommen. Also ich freue mich dafür. Ich habe mit denen schon ein bisschen gearbeitet. Die sind dicker und die mischen sich ganz gut und die sind ganz gut für die Prophezeiungsarbeit zum Beispiel. Auch habe ich entdeckt, über Königswort Urania zum Beispiel, Lenormand, blaue Eule, also als große Karten. Die sind für eigene Meditationen, für eigene Vorstellungen. Die sind ja genial. Ich finde die ja wunderbar. So, was ich noch hier interessant finde, ich habe in diesem Jahr ganz selbst die Karten ausgedruckt, weil die ja nicht mehr im Verkauf waren. Das sind russischer Tarot. Und ich habe das selbst gemacht und ja, sehr viel Zeit brauchte ich dafür, um diese Karten darzustellen. Und die sind ja dick. Also wenn ich 22 Karten nehme von diesem Tarot, die sind ja noch ja, super. Die mischen sich noch gut. Wenn ich solchen ja, dicken Stapel nehme, da ist schon ein bisschen schwierig, die zu mischen. Aber ich habe mir schon ausgedacht, dass ich diese Karten doch im extra Sack da reinlege und würde ich dann auch mischen. Und damit ich nichts sehe, auch von diesem Sack dann diese Karten auch herausziehen. Die sind ja wunderbar für innere magische Inspirationen sozusagen, für die Vorstellungen in andere Sphären. Die sind ja richtig gut, auch für die Leute, die nur
ohne Karten arbeiten. Die Darstellungen sind sehr gut. Man kann in die Karte reinleben sozusagen. Und ich habe dann über Lettland solchen Kartendeck in russischer Sprache natürlich entdeckt. Also nach französischem, ein bisschen nach französischem Geschmack. Wenn ich dann weiterhin Hofkarten sehe, die sind so nach Kleidung, schon sehen die mit französischer Mode sozusagen aus. Und hier habe ich diese Karten entdeckt, gekauft. Ja, die sind ja auch zum Selbstpreis, aber die mischen sich gut, die Größe ist gut, was ist nicht gut, die Farbe ist nicht so, wie ich vom Computer mir ganze ausgedruckt habe. Ja? Und deshalb sagte ich mir, okay, diese Stapel irgendwie resoniert mit mir. Ich kann diese Karten, diese Bilder ganz gut verstehen. Ich lese von denen auch ganz gut ab. Die sind ja richtig auch gut und wunderbar, aber diese Präzision, diese Genauigkeit von Bildern, von exakten Gesichtern, Gesichtszügen, bestimmte Gestiken, Mimiken und alles, was steht, ganz genau und exakt hier wird malerisch dargestellt, ohne bestimmte Verzierungen oder bestimmte Verblendungen. Aber hier ist es ein bisschen so mit der Farbe. Ich denke mal, das war wegen dem Druck, keine Ahnung. Aber es irgendwie was geschah, dass die Farben und Gesichter ein bisschen ungenau sind. Ja, aber normalerweise dieser Kartendeck ist gut. Nur würde ich nicht unbedingt zum zweiten Mal kaufen. Und ich würde dann diese Karten doch toller finden, weil ja, die Bilder sagen sehr vieles schon. Ja, aber trotzdem bin ich damit zufrieden. Und es gibt noch, ja, in diesem Jahr habe ich schon in russischer Sprache diese Karten dargestellt. Das ist Tarot-Deck von slawischer Mythologie, wenn ich das übersetze. Und das ist etwas, was ich nie gesehen habe. Das ist von dem Maler, von der Künstler Koralkow und Viktor Koralkow. Und das ist, also als Herausgeber hier steht Andromeda. Und diesen Kartendeck habe ich noch nie gesehen. Also im letzten Jahr habe ich ihn gesehen, dachte, ja, ich kenne sehr vieles über slawische Mythologie, über Russen, aber so diese Welt von Slawianen, von slawischen Völkern finde ich immer wunderbar, so tief begründet und sehr interessant. Das ist ein bisschen was anderes. Ich habe auch natürlich meinen deutschen Deck so von solcher Darstellung für Germanen sozusagen. Aber hier zum Beispiel gibt es auch eine Welt von slawischer Mythologie, von ersten Slawianen sozusagen. Und das finde ich ungemein für Geschichte und für Völker, auch für Volksstudium sozusagen sehr ungemein interessant und sehr, sehr reich für weitere Studien, für weitere Erkenntnisse vom Leben. So, und was ich noch sagen möchte, hier ist nicht 78 Karten, nicht 76 Karten, sondern mehr als 80 Karten hier. Und das ist etwas ein bisschen hier als Standarddeck, aber es gibt dort auch bestimmte, ja, Orakel, sozusagen Orakel Bilder und bestimmte Symbole und Bedeutungen, die nicht unbedingt bei einem ganz normalen Tarot, ja, anwesend sind. So, was gibt es noch? So, von Ethnien habe ich zum Beispiel in diesem Jahr endlich Native American Tarot gefunden. Ich habe ihn, ich weiß nicht, über Jahre gesehen. In Thalia-Geschäft zum Beispiel. Ich habe immer auf ihn geguckt, ja, die Bilder und im Internet auch. Aber das hat mir irgendwie
nicht gefallen. Irgendwie war das nicht mein. Und in diesem Jahr war ich endlich reif genug und ich habe doch diesen wunderbaren Karten doch mitgenommen. Ich habe von Jahren einen wunderbaren Tarot-Deck, auch von mit Indianer, aber von einem anderen Herausgeber. Und diese Karten finde ich jetzt wunderschön. Die sind aber so Indianer, mit denen bin ich auch auf einer Welle. Die sind sehr tief und tief ergreifend und seelisch. Die sind sehr voran, so nach der Entwicklung. Aber die arbeiten mit Geistern und die sind ganz tief gebunden mit Schamanismus zum Beispiel, ja. Und die Karten sind auch genau so hier dargestellt. Und deswegen habe ich schon seit, ja, seit, ich denke, 2007 und ein bisschen früher, habe ich diese Karte dann doch nicht mitgenommen, weil die für mich noch zu schwer waren. Und heutzutage kenne ich sehr viele Tarotarten und ich finde für meine innere Kenntnisse, diese Karten, die geben sehr viele Informationen noch dazu über Indianer und überhaupt für diese Welt. Ja, und ich habe doch Wikinger, doch, ich bräuchte also diese Karten tatsächlich. Also über Wikinger interessiere ich mich schon, ja, wegen Runen und nicht nur wegen Runen, schon seit ja, mehreren Jahren. Und habe mir entschieden, dass ich Wikinger, also ich habe zum Beispiel Tarot der Norden und ich dachte, was ist mit Wikinger? Hier sind ja ganz tolle Darstellungen, diese männliche Kraft, die ich bräuchte. Hier steht es ganz hier drauf, muss sagen, dass Wikinger auch sehr nichts dagegen haben, wenn eine junge Frau diese Karten auch in Händen hier liest und die freuen sich nur und sagen ja, dass die bereit dafür auch etwas über Bildern hier zu sagen. Und Tarot des Heiligen Gral habe ich auch mitgenommen, weil es geht um die Kreuzzüge, weil es um bestimmte christliche Zeiten gehen, so, und das ist sehr interessant. Ich dachte mir, dass dieses Tarot-Deck auch mit Männern riechen wird, so nach Männern riechen wird, aber dieses Tarot, wie neben diesen Rittern, Darstellungen, hat auch weibliche Energie von Maria und es wird hier auch eine Ikone dargestellt mit Maria, die ich für diesen Tarot sofort hinausgezogen habe und dachte mir, ja, dieser Christentum-Gedanke ist hier in diesem Tarot sehr tief hineingelegt und man kann durch diese Gedanken dann doch die Zeit von ersten Urchristen, von ersten Rittern und von ihren Orden doch vieles erfahren und man kann diese Zeit sozusagen schnappen und finden und für mich, für andere inneren Reisen sehr viel begreifen und wahrscheinlich etwas Geschichtliches für sich selbst zu entdecken, für den anderen zu sagen. Das ist interessant. Ja, das ist sehr viel Arbeit hier drin, ne? Und muss man dann auch die durch Jahre diese Karten begreifen. Wie gesagt, manchmal sind Tarot-Darstellungen sehr produktiv, sehr reich dargestellt, muss man dann bestimmte Kultur doch wenigstens aus der Literatur kennen. Und das, dafür brauchen wir die Zeit und auch für die Arbeit mit Begreifen und Verstehen von diesen Symbolik. Das kann schon nicht für jeden interessant sein, aber wer das mitmacht, der hat sehr viele Erkenntnisse und Kenntnisse und das Wissen wird ja tiefer und größer. So, man kann dann ja auch durch diese
Konzentration sozusagen von Bildern auch eine Materie ergreifen und von dieser Materie viele Informationen über die damalige Zeit zu erhalten. Das ist auch möglich. So, was habe ich noch? Also in diesem Jahr habe ich noch Golden Wirftarot mit 22 großen Arkana erhalten, in goldener Verzierung. Aber auch für mich, für meine Augen, Golden Visconti Tarot, auch 22 großen Arkana erhalten. Die sind ja wunderbar und die kann ich auch ganz gut gerne brauchen. Es gibt Leute, meistens habe ich gehört in Italien, die zum Beispiel Tarotkarten benutzen, auch die Zukunft prophezeien und arbeiten nur mit 22 großen Arkana. So etwas ist es auch möglich. Ich arbeite auch mit kleinen Hofkarten und mit kleinen Zahlenkarten und manchmal getrennt mit großen Arkana. Deswegen habe ich auch diese beiden Kartendecks mitgenommen. Ja, was habe ich noch in diesem Jahr entdeckt? Also das war das Jahr voller Entdeckungen, muss ich sagen. Crystal Tarot. Also Crystal Tarot kommt von der Künstlerin. Sie heißt hier Elisabetta Trevisan. Über diesen Tarot würde ich noch ein extra Video drehen. Und dieses Tarot-Deck war in Italien sozusagen bemalt dargestellt. Und hier ist 78 Tarotkarten und die sind so mit Grün reichlich dargestellt. Und das ist auch ein Stil so von gewisser Kunst und mir gefällt das auch sehr. Und ich würde die gerne dann auch in einem extra Video darstellen. Also die sind ja richtig gut und sinnlich und natürlich, so mit Natur gebunden und man kann mit denen ganz gut auch arbeiten. So, was habe ich noch? Also von russischen Tarot habe ich erzählt. Habe ich auch von Vera Sklerova, das ist eine russische Autorin, habe ich noch zwei russische Tarot-Decks erhalten. Einmal, das ist ein Tarot-Deck von Dante. Ja, also über die Komödie von Dante. Das heißt, hier geht es um 78 Karten nach Dante Geschichte, Dante Alighieri, und Tarot von Shakespeare. Das heißt, in russischer Darstellung. Warum habe ich das auch mitgenommen? Weil die Karten sehr wunderschön dargestellt sind. Ich habe so etwas nie gesehen. So. Und es gibt auch ein Begleitbuch dazu und was ich so ganz gut in diesem Tarot finde, dass dieses Tarot-Deck auch für politische Fragen sehr interessant ist. Die Darstellungen von diesem Tarot, also von großen Karten, die sind so mit vielen Schicksalen einmal auf einer Karte gebunden. Die sind nicht für einen Anfänger. Ja? Das ist etwas, wo tatsächlich eine Seherin arbeiten kann oder ein Seher. Das sind die Karten mit sehr vielen Seelen drauf, ja, sozusagen, mit sehr vielen Schicksalsverwicklungen und Entwicklungen. Und die sind ja nicht einfach und die brauchen auch die besondere Zeit, um die zu verstehen. Und die sind auch nach ganz normalem Tarot entworfen sind, aber schon haben eigene Charakterzüge und da können sie normalerweise ohne Begleitbuch mit diesen Karten eh nicht arbeiten. Man muss mindestens Shakespeare-Literatur kennen, König Lear zum Beispiel, Juliet, über Romeo und Juliet und andere Geschichten, also Entwürfnisse von Shakespeare. Ist besser, wenn sie das in englischer Sprache lesen können und dann ist es ja gut, diese Bilder dann ja sofort zu verstehen, wer da dargestellt wird und im Zusammenhang mit bestimmter Tarotkarte. Das ist schon als Basis, ja. Also
Die Karten sind für mich Bereicherung, die sind nur für die, natürlich für die tiefe Reife, für Menschen, die sind für mehrere Jahre. Zum Beispiel für Dante würde ich dann diese Karten für Mediumarbeit, auch für meine geistige Arbeiten zum Beispiel schon mit Jenseits zum Beispiel das Ganze verwenden und über Dante Komödie doch etwas auch von mir schreiben, ja, meine Interpretation und meine Darstellung, was ich davon halte. Aber ja, diese Komödie, ich denke, hat fast jeder gelesen, der die Uni beendet hat oder ein bestimmtes Gymnasium oder so eine höhere Schule. Da musste dieser Autor, so ein italienischer Autor, ja, ein Künstler hier, doch erwähnt werden. Ich denke, über Dante kennen sehr viele Menschen. Ja, zum Beispiel noch gibt es aus Frankreich, habe ich ein Orakel hier gefunden von Alana Fairchild, denke ich schon, Le Oracle des Artisans de Lumière. So, das ist ein richtiger französischer Orakel für Leute, die mit Hellsehen, mit Mediumismus schon sehr lange arbeiten und diese innere und äußere Welt auch von kosmischen Energien sehr viel Ahnung haben und weitere, ja, innere Welten hier ergreifen wollen und erweitern wollen. Hier ist das für solche Leute gedacht. Ja, was noch? Intuitiv Visions Tarot kam mir gerade von Händen von Gloria Jean. Die nummeriert sogar ihre Tarotkarten und die macht das ja nach Bestellungen. Die macht das selbst, also das ist eine Privatdruckerei sozusagen. Und diese Karten finde ich ganz gut. Die haben solche, ja, Kartendeck so von außen. Und die sind ja richtig malerisch, auch mit, ja, alten Bildern hier von bestimmten Künstlern verwendet. Ich würde dann diesen Kartendeck auch extra präsentieren. Die sind ja wunderbar und man kann mit denen auch arbeiten, aber die haben auch ihren eigenen Geschmack und auch ihren eigenen Charakterzug. Muss man mit denen aufpassen, damit man dann ja keine Wunschwelt ergreift, ja. Ja, was ist noch bei mir hier? Zum Beispiel aus den USA habe ich The Prediction Tarot Deck erhalten. Ich habe ihn entdeckt. Ich habe dieses Bild hier zuerst mal hineingeschaut, dachte, was das? Das ist so eine Person, so ein Pfarrer aus einem Roman von Jane Eyre, von, nee, nee, nicht von Jane Eyre, sondern Pride and Prejudice von der Autorin, Moment,